Das untere Seitenblech an der A-Säule des Matvor-Vorkriegsfahrzeuges muss neu angefertigt werden, da es an den wesentlichen Überlappungsbereichen stark gerostet ist. Dafür muss allerdings in erster Linie die entsprechende Formschablone angefertigt werden. Dazu wird aus einem Abklebeband die gesamte Fläche mit einem Streifen neben dem anderen abgeklebt. Über die Lage der Abklebestreifen wird diagonal entgegengesetzt ein Texturklebeband leicht überlappend geklebt. Je präziser die Schablone geklebt wurde, desto hilfreicher ist sie im Anschluss. Nun kann die Schablone vorsichtig heruntergezogen werden. Die klebende Rückseite wird mit Babypuder eingestrichen, damit die Fläche nicht mehr klebt. Die Schablone kann nun für den Zuschnitt des Blechs verwendet werden. Rund um die Schablone wird ein etwa 6 mm breites Klebeband geklebt, das dem Ganzen einen Zusatzrand verpasst, damit das verarbeitete Material aufgefüllt wird. Sonst würde durch das Absenken der Sicken das Material nicht reichen. Mit einem Schweifhammer wird nun an einem Amboss die untere Sickenstufe in das Blech geformt. Das Blech wird an die Kante des Amboss angelegt und mit dem Schweifhammer um die Ecke getrieben. Mit etwas Geduld entsteht die angestrebte Tiefe der Stufensicke. Die scharfen Kanten an der Stufe entstehen dadurch, dass die Sicke zwischen zwei L-Stahlstücke eingeklemmt und weiterverarbeitet wird. Letztes Treiben an der Kante des flachen Ambosses klärt alle scharfen Kanten der Sicke. Der Verlauf der Stufensicke wird nun an der Sickenrollmaschine fertig gemacht. Während des Rollens wird die Spannung immer mehr angezogen.
Durch das Umformen der Sicke entsteht eine Verzerrung, die mit der Stauchmaschine ausgeglichen wird. Der Rand wird ebenfalls an der Rollenstreckmaschine umgelegt. Eine schmale Rolle läuft über eine breite Rolle und das Blech wird nun durch die Rollenkonstellation geführt. Stellen, an denen der Rand nicht mit der Rollenstreckmaschine erreichbar war, muss die Sicke händisch eingearbeitet werden. Ein Dolly wird entlang des Randes geführt und mit dem Kletterhammer umgetrieben. Im letzten Schritt wird das Blech vorsichtig herausgetrennt. Der Holzrahmen, auf dem das Blech fixiert ist, sollte gut erhalten bleiben, denn auch er muss langfristig erneuert werden.